schau mal, hast du das gerade gesehen? Die Sonne ist untergegangen. Stimmt. Und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ich soll dir die Geschichte zu Ende erzählen. Stimmt's? Stimmt, genau. Ich möchte endlich erfahren, was jetzt aus Dragonina und Noromir geworden ist. Zuletzt wussten ja nun auch die anderen Kinder, dass es Dragonina gab. Richtig. Es durften auch alle Kinder wissen. Nur, dass der junge Bogdan darüber Bescheid wusste, das war ein großes Problem. So? Warum das denn? Nun, dazu kommen wir noch. Fangen wir also der Reihe nach an. Dragonina und die anderen Kinder, die Noromir zu ihrer Drachenhöhle gebracht hatte, lernten sich erstmal besser kennen. Dragonina lud alle Kinder ein, zu ihr in die Höhle zu kommen, um ihnen dann, wie sie es auch bei Noromir gemacht hatte, Geschichten zu erzählen. Kommt nur herein. Keine Angst, ich werde euch nicht fressen. Aber hier drin in der Höhle ist es viel gemütlicher als draußen. Und genügend Platz ist auch für alle vorhanden. Als alle bequem saßen, erzählte Dragonina eine Geschichte nach der anderen. Gerne erzählte sie aus ihrer Jugend, über ihre Familie und die schönen Zeiten von früher auf ihrer Heimatinsel, an die sie sich noch erinnern konnte. Wie sie einst den großen Berg Tuff bestiegen hatte und auch, wie sie durch das schwere Unwetter ihre Familie nie wieder sah. Selbst an ein paar alte Drachenlieder erinnerte sie sich und sang diese zusammen mit den Kindern. Als es dämmerte, zündeten sie Reisig und Holz an und machten ein gemütliches Feuerchen. Die Schatten des Feuers bildeten dann oft lustige Gestalten, die an den Höhlenwänden zu bewundern waren. Es war ein schöner Abend gewesen und erst spät in der Nacht machten sich die Kinder wieder auf den Heimweg. Ab diesem Abend hatten Noromir und Dragonina stets Gesellschaft. Immer mehr Kinder pilgerten in großen oder kleineren Gruppen zur Drachenhöhle und verlebten mit den beiden wundervolle Wochen. Natürlich entging den Eltern der Kinder nicht, wie oft diese sich aufmachten. Oha, dann wurde es wohl nun richtig gefährlich für Dragonina, oder? Hat man dann auch auf sie Jagd gemacht? Jetzt warte doch erstmal ab. So weit sind wir doch noch gar nicht. Du bringst mich ja fast aus dem Konzept. Also, die Straßen waren kinderleer. Eigentlich hätte sich jetzt auch keiner mehr wegen lärmenden Kindern beschweren können. Die Eltern fragten ihre Kinder immer, wo sie denn hingingen. Die Kinder schwiegen sich jedoch aus. Auch harte Strafen konnten ihre Zungen nicht lockern. Das missfiel den Erwachsenen sehr. Das ging viele Wochen so. Doch dann redete Bauer Bogmar mit seinem Sohn Bogdan ein ernstes Wort. Hallo Bogdan, na, was machst du denn heute noch so? Dich bekommt man ja kaum noch zu Gesicht. Weißt du, wir Erwachsenen machen uns doch große Sorgen um euch. Warum wollt ihr Kinder uns nicht erzählen, wo ihr immer hingeht? Nun, Vater, das ist ein Geheimnis und ich habe versprochen, es nicht weiterzusagen. Egal, was da komme. Das hat was mit Ehre zu tun. Ah, verstehe. Nein, dann musst du es natürlich für dich behalten. Klarer Fall. Aber wenn du es mir irgendwann erzählen solltest, dann würde ich dir auch erlauben, ganz alleine den neuen teuren Ochsenkarren fahren zu dürfen. Was? Wirklich? Oh, das wäre schon toll. Also gut, überredet. Dann sage ich es dir, lieber Vater. Na, dann bin ich mal gespannt. Aber erzähl mir hübsch die Wahrheit und keine Märchen. Verstanden, Bogdan? Natürlich, Vater. Also oben auf dem großen Berg? Ja, was ist da? Da lebt ein Drache. Genauer gesagt, eine Drachin. Was? Ich will doch hoffen, dass du weißt, dass alle Drachen böse sind, oder? Ja, natürlich. Also sie ist die Freundin von Noromir. Ich habe Noromir verfolgt und konnte meinen Augen nicht trauen. Ein großes, monströses Ungeheuer mit funkelnden Augen. Und sie konnte auch Feuer spucken. So eine Besonderheit spricht sich natürlich schnell bei uns Kindern rum.
aber wir durften nichts sagen, weil wir Angst hatten, vielleicht von dem Ungeheuer dann gefressen zu werden. Und wir mussten immer zur Drachin, um ihr Futter zu bringen. Und dann... Was sagst du da? So ein grausames Ungeheuer bei uns? Lügst du mich da auch nicht an? Nein, Vater. Obwohl... Doch. Was? Am Ende willst du mir vielleicht doch erzählen, dass du übertrieben hast? Und diese Drachin gar nicht böse, sondern gut sei? Oh, mein armer Junge. Dann hat die Drachin dich ja ganz in ihrem Bann gezogen. Geh jetzt. Und hab keine Sorge, mein Junge. Ich werde dafür sorgen, dass alle Erwachsenen von dem Ungeheuer erfahren und wir es gemeinsam töten. Und so geschah es dann auch. Bauer Bog rief alle Erwachsenen zu sich und hielt eine richtige Hetzrede gegen Dragonina. Liebes Volk, liebe Freunde, kommt näher. Ich weiß jetzt, wo unsere Kinder immer entschwinden. Sie besteigen stets den ehemaligen Drachenberg. Und dies aus einem einfachen Grund. Dort haust wieder ein Drache. Mein Sohn Bogdan hat es mir erzählt. Nohomil, mein Knecht, hatte unsere Kinder anscheinend alle verführt, eine Drachenbehausung aufzusuchen und einen Bund mit diesen Ungeheuer zu schließen. Und sicherlich will der Drache unsere Kinder auch bald alle fressen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Doch keine Sorge. Wir schicken jemanden von uns zu König Gig von Unterdingen und lassen ausrichten, dass wir seine Hilfe bedürfen im Kampf gegen diesen Drachen. Wir haben vor vielen Jahren schon mal dafür gesorgt, dass diese Ungeheuer verschwinden. Diesmal werden wir es auch wieder schaffen und siegen. Tod dem Drachen! König Gig saß in seinem Thronsaal und langweilte sich. Das Königsein hatte er sich spannender vorgestellt. Ach, Smiromir, ein machtvolles Königreich bist du jetzt geworden. Die umliegenden Herrschaftshäuser zollen mit Tribut und zahlen Lehnsteuer an mich. Überall, wo ich hinkomme, scheint es Sonntag zu sein. Das alles hier langweilt mich sehr. Ich bin, wenn man mal vom Regieren absieht, nur Feste am Feiern. Oft schaue ich mir ja auch gerne die Turniere an, bei denen sich meine Ritter duellieren. Dennoch vermisse ich die gute alte Zeit, als es noch Abenteuer gab. Ich bräuchte mal wieder eine Herausforderung. Irgendwas Spannendes müsste wieder geschehen. König Gig, mein König! Wer ruft denn da, so hilfesuchend nach mir? Verzeiht mir bitte, mein König, wenn ich hier einfach so hier hereinplatze. Aber es geht um Leben und Tod. Es geht um das Leben unserer Kinder. Ein Drache ist auf den ehemaligen Drachenberg nahe der Sturmebene zurückgekehrt und will unsere Kinder fressen. Wir brauchen eure Hilfe, mein König. Was sagst du da? Ein Drache? Das ist ja eine sagenhafte Nachricht. Wunderbar. Was sagt ihr da? Verzeiht, aber ihr könnt das doch nicht toll finden, wenn unsere Kinder in Gefahr sind. Wie? Ach so. Nein, so meinte ich das nicht. Ich finde es nur wunderbar, dass du mir bei so einer gewaltigen Gefahr sofort Bescheid gesagt hast. Ich gehe mal davon aus, dass die Existenz des Drachen auf einem ehemaligen Drachenberg bestätigt wurde, oder? So sage allen, dass meine Ritter noch heute in die Schlacht ziehen werden, um diesen Drachen zu töten. Ja, mein König, danke. Schwerter, Schilde, Lanzen und Äxte werde ich meinen Rittern mit auf den Weg geben lassen. Sie werden in Helme, Kettenhemden und Harnische schlüpfen und ihre Pferde werden feine Schabracken mit den königlichen Wappen darauf tragen. Von Fanfaren begleitet werden sie losreiten und die Adelsfräulein werden meinen Ritter mit ihren Tüchlein hinterherwinken. Ja, so wird es geschehen. Und dann, nachdem mein Volk den Rittern zugejubelt hat, geht es für diese in diese Schlacht. Na endlich, meine Gebete wurden erhört. Jetzt geschieht ja doch mal wieder etwas Aufregendes.
Ja, bringt den Drachen um, ja! Der Herr sei mit euch, meine Brüder. Kämpft gegen das Böse und siegt. Jawohl, ja! Ja, macht dem Drachen den Garaus, ja! 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 Jawohl, ja! 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 Die Kinder hatte man daheim vorsorglich angebunden, sodass sie dem Treiben nicht beiwohnen und es auch nicht stören konnten. Oh nein, das ist ja schrecklich. Die Erwachsenen hatten ihre Kinder also eingesperrt? War Nohomil denn auch eingesperrt? Und konnte er entkommen? Ja, auch Nohomil war eingesperrt in seiner Stallkammer. Er vernahm den Schall der Rufe. Gern wollte er Dragonina warnen, doch wie sollte er das anstellen? Wütend rüttelte er am Verschlag, doch das Schloss blieb zu. Unverhofft öffnete sich die Tür dann doch noch, und Lilian und Marie, die Schwestern von Bogdan, schauten Nohomil entgegen. Irgendwie hatten sie es geschafft, ihre Mutter auszutricksen und sich zu befreien. Rasch küsste Nohomil die Mädchen dankend auf die Wangen und machte sich so schnell er konnte zu Dragoninas Höhle. Wie ein geölter Blitz raste er und kam sogar noch vor den bewaffneten Rittern an der Höhle an. Dennoch waren ihm die Ritter sehr nah, und es würde nicht lange dauern, bis diese auch die Höhle erreicht hatten.